sehr das Appell an die Menschlichkeit. Nämlich meine Verzweiflung darüber, dass wir als Gesellschaft an einem Punkt angekommen sind, an dem wir uns nicht mehr verständigen können. Ja. Und jeder Einzelne sich genauso viel wert ist, wie der andere ihm wert sein kann. Dann sind wir eine aufgeschlossene Gesellschaft und dann brauchen wir keine Kriege mehr. Dann ist der Frieden in uns selbst. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Lernen Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Serdar Sumuncu. Serdars Appell an die Menschlichkeit. Und ja, ich habe da kurz reingeguckt, es wurde mir angezeigt und ich habe gedacht, wir gucken uns das mal an. Ich finde, Serdar ist auch ein Mann, der schon ja, Dinge oft gut auf den Punkt bringt und auch irgendwie so eine Emotionalität hat, die bei mir auch was auslöst. So, ich spüre da so eine Art Verbindung auch manchmal mit dem Cousin. Und deswegen habe ich mir gedacht, ziehen wir uns jetzt das Video rein. Liebe geht raus an die Community, Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und der Peter geht los. Let's go. Ich mache den Job jetzt seit über 40 Jahren. Ich gehe crazy jeden Abend auf die Bühne, ich stehe vor irgendeinem Mikrofon oder sitze. Ich rede mir die Seele aus dem Kopf. Und warum? Am Anfang dachte ich, es sei eine Art Traum, den ich verwirkliche, aber es ist mittlerweile fast ein Albtraum, in den ich geraten bin. Es ist etwas, was einen isoliert, was einen frustriert, was einen umtreibt, manchmal in die falsche Richtung lenkt, aber trotzdem die Neugier sich nie erschöpfen lässt. Die Wut. Was ich auch an ihm feiere, ist, dass er so, der ist so sehr brutal ehrlich immer, so weißt du. Und der, ich habe das Gefühl, der ist auch immer zwischen Licht und Dunkelheit so ein bisschen, aber ist auch ehrlich damit, weißt du. Ich mag das, wenn Leute sagen, wie es ist, für sie persönlich so. Davor habe ich immer extrem Respekt, weil das heutzutage gar nicht mehr richtig gibt so. Nicht mehr viel auf jeden Fall. Und auch die Gier manchmal auf das, was man haben will und nie haben kann. Unendliche Anerkennung, Lob, Zustimmung, Verständnis, Anteilnahme, geteilte Einsamkeit. Oder Liebe. In vielen Dingen, die ich sage, merke ich heute, dass eine Sache am meisten mitschwingt, neben dem ganzen Prätentiösen und dem Gespielten, dem Vorgetäuschten. Nämlich, dass ich an etwas glaube und dass sich dieser Glaube in mir herausschält, wie eine Verpflichtung, die mich festhält und drängt und nicht loslässt. Same. Nämlich der Glaube daran, dass wir Menschen alle eine Fähigkeit besitzen, die uns über anderes und andere stellt. Nämlich fühlen und unseren Gefühlen Ausdruck geben zu können. Und unsere Gefühle sind alle gleich. Wir lachen, wir weinen. Fühlen, Digi. Wann fangen wir wieder an zu fühlen, meine lieben Freunde? Wer fühlt das gerade? Wir haben Angst. Wir fühlen uns verlassen, wir liefern uns aus, wir werden abhängig. Manchmal nutzen wir auch aus. Und manchmal sind wir auch grausam. So. Es gibt hier Leute, die schreiben hier irgendwas rein, was der mal gemacht hat und seitdem können die ihm nicht mehr zuhören und diese ganzen Sachen so. Ey Leute, Alter, jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch steht mal für Dinge oder macht mal, sagt mal Sachen, hinter die er dann vielleicht eine Woche oder einen Monat später nicht mehr steht. So, wir müssen auch aufhören, damit Leute an einer Situation oder an einer Aussage zu messen für immer. So, jeder macht Fehler und jeder, der sich hinstellt und sagt, ich verzeihe einem Menschen nicht einen Fehler, der ist, das ist für mich persönlich sehr ignorant und egoistisch so, weil am Ende des Tages, wenn Gott verzeihen kann, wer sind wir, dass wir nicht verzeihen? So. Du kannst doch nicht einen Menschen an einer Situation oder an einer Aussage messen, so. Das ist brutal unmenschlich, meiner Meinung nach, so, weißt du? So, deswegen müssen wir mal ein bisschen cool bleiben. Das Schicksal
ist genauso gleich wie wir. Es kann von einem auf den anderen Moment kommen und uns aus unseren kühnsten Träumen reißen. Deus sagt gerade richtig, gerade jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja, und die meisten Leute, die dann reinschreiben, ey, ich, seitdem der das gesagt hat, da fühle ich ihn nicht mehr und so, die haben nicht mal selbst die Eier, sich hinzustellen und für die Dinge einzustehen, die sie fühlen und denken, so, weißt du? Und dafür auch alles zu riskieren im Endeffekt, weißt du? So immer erstmal an die eigene Nase packen, so. Bevor man sich hinsetzt und über andere urteilt und versucht, andere Leute schlecht zu reden, guck erstmal in deinen eigenen Rucksack rein, so. Was bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Was tust du eigentlich? Zu wem, zu was trägst du persönlich eigentlich bei, so? Was veränderst du in der Welt? Was machst du? Wie stehst du für das ein, was du denkst und fühlst, so? Das ist viel wichtiger. Aus den Fantasien und unserem Größenwahn. Das Schicksal ist unvorhersehbar. Und binnen weniger Sekunden können sich ganze Leben verändern. Kann nur eine Diagnose sein. Eine Trennung. Ein Tod oder ein falscher Witz. Und warum sage ich das? Weil das die Essenz ist. Weil es darum geht, an solchen Abenden, wenn wir uns hier treffen, zu Tausenden, ihr mir gegenüber sitzt und ich hier auf der Bühne stehe. Weil es um nichts anderes geht, als um die Übermittlung von Gefühlen und das Bewegen der Gedanken. Und das bewegt sein. Und das macht er auf jeden Fall. Also in mir löst er auf jeden Fall was aus mit seinen Worten öfter mal. So, weißt du? Der hat so eine Emotionalität, der löst irgendwas aus. So. Und das ist schon eine ganz wertvolle Geschichte. So. Welche Person in der Öffentlichkeit löst überhaupt noch irgendwas aus bei Leuten? Wenn ich mir die Politiker angucke, dann sehe ich nur Roboter. Die lösen gar nichts in mir aus. So. Wenn ich mir die YouTuber und so reinziehe, die Twitcher etc. pp., dann ist das genauso. Es gibt nur noch ganz wenige Menschen, die wirklich mein Herz treffen. Und das ist für mich ein Indikator dafür, wie real die sind oder nicht. Mir geht es nur darum zu sehen, dass ein Mensch echt ist und sich nicht verstellt oder eine Maske aufsetzt oder Facetten hat und nicht echt ist, nicht real ist so. Du spürst es doch, wenn ein Mensch wirklich ehrlich ist, echt ist und dann löst er was in dir aus, so, weißt du? Als Fake-Typ kannst du nicht wirklich was in Menschen auslösen, so. Nichts Deepes auf jeden Fall. Und deswegen ist Serdar für mich auf jeden Fall ein wichtiger, egal was der gemacht hat in der Vergangenheit oder nicht, was Leute hier teilweise reingeschrieben haben mit Impfung hin oder her, der hat bei mir öfter schon Emotionen ausgelöst, hatte mir so irgendein Feuer auch entfacht und keine Ahnung. Ich fühle, dass der Typ auf jeden Fall einen gewissen Wert hat so und dass der das schafft, Menschen zu touchen so und das ist eine ganz wichtige Geschichte so, das brauchen wir. Weil die Transzendenz, die zwischen uns schwingt in diesem Raum, etwas sehr Heiliges und Kostbares ist. Und niemand von euch Angst haben muss, dass er sich verliert in dem Moment, in dem er loslässt. Und dass jeder und jede davon ausgehen kann, dass sie genauso gut verstanden wird, wie ich mir auch dessen sicher bin, dass ihr mich versteht. Ich kann mich hier noch so sehr bemühen, über alle Grenzen zu gehen. Und alle Grenzen zu sprengen und Dinge zu sagen, die unaussprechlich sind. Aber im Kern, da spürt ihr genau, was ich meine. Nämlich meine Verzweiflung darüber, dass wir als Gesellschaft an einem Punkt angekommen sind, an dem wir uns nicht mehr verständigen können. Ja. An dem wir den Vorurteilen der anderen ausgeliefert sind und uns bekämpfen mehr, als dass wir uns verstehen wollen. Facts. Und erst dann, wenn das wieder gelingt, wenn diese Gesellschaft sich zusammenrauft und jeder Einzelne sich genauso viel wert ist, wie der andere ihm wert sein kann, dann sind wir eine aufgeschlossene Gesellschaft und dann brauchen wir keine Kriege mehr. Dann ist der Frieden in uns selbst. Aber das ist nur ein Traum. Die Realität ist anders. Wenn wir uns umschauen heute. Aber wir dürfen den Traum nicht aufgeben, fertig aus. Das sind meine Worte, Digga, der spricht mir aus der Seele. Dann stellen wir fest, unser Umgang wird immer roher und rauer. Die Wörter, die wir benutzen, die Begriffe. Einer schreibt gerade, oder eine, ich weiß nicht, Diami sagt, das wird leider nie passieren. Das ist schon so, da bist du dann schon, das ist schon, damit manifestierst du schon, dass es wirklich nie passieren wird, eventuell so. Also deine Energy trägt dazu bei, dass es nicht passieren wird, weil du überzeugt davon bist, dass es leider nie passieren wird, so.
Und solange wir so denken, wird halt wirklich nichts passieren. Solange wir nicht wirklich daran glauben, dass es so sein kann, dann wird es nie so sein. Alles, was du, wovon du 1 Million% überzeugt bist, dass es so ist, wird auch so sein für dich in deiner Welt so. Das ist so, die Leute verstehen gar nicht mehr, wie krass und wie wichtig das ist, wie der Einzelne denkt und fühlt so. Von was der Einzelne überzeugt ist, was möglich ist und was nicht so. Wenn Millionen Menschen nicht davon überzeugt sind, dass wir die Welt verbessern können, dann werden wir die Welt nicht verbessern. Wenn Millionen, Milliarden Menschen davon überzeugt sind, dass wir die Welt verbessern können, dann werden wir die Welt verbessern. So, ist eine ganz einfache Geschichte. Und es fängt in deinem Kopf an, in deiner Überzeugung, in deinem Herzen so. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass die Welt am Ende ist so, dann trägst du dazu bei, dass die Welt ans Ende kommt. Weißt du? Das ist meine persönliche Überzeugung. Und deswegen werde ich diesen Glauben ans Gute und im Herzen zu fühlen und zu merken, dass wir es schaffen können und dass wir die Welt verbessern können, niemals aufgeben. Da könnt ihr mir alle sagen, nein, Bruder, die Welt ist am Ende und alles ist scheiße und wir können nichts verändern. Wir können. Die Wörter, die wir benutzen, die Begriffe, die sind nicht nur Beschimpfungen, sondern Verletzungen bis ins tiefste Mark hinein. Und sie sind willkürlich gesetzt. Und Menschen gehen daran zugrunde. Manche bringen sich um, andere gehen in die Klapsmühle, werden depressiv. Ja. Oder krank in irgendeiner anderen Form. Ich weiß nicht, welche Instanz es geben kann, die uns das wieder beibringt, was ich Menschlichkeit nenne. Wir selbst, Gott, Spiritualität. Jeder Einzelne kann das schaffen, wenn er das selbst einfach wieder anfängt, nach außen zu tragen. Diese Menschlichkeit, diese Liebe so, weißt du? Und versucht, andere Menschen damit anzustecken so. Und Empathie, Fürsorge, Toleranz, Respekt. Ich weiß nicht, welche Instanz es geben muss, aber ich weiß... Du, Bruder, du, mit dem Talk, den du da gerade raushaust, so, hast du schon dafür was getan, Bro. Du gehörst dazu, wir sind alle die Instanz. Dass die Kunst ein Teil dessen ist. Und ich weiß, dass die Kunst, wenn sie das bleiben will, sich immer wieder erneuern, hinterfragen und stellen muss. Und wenn sie das nicht tut, wenn sie sich ausruht auf einem Erfolg, den sie einmal errungen hat und sich ihrer selbst zu gewiss wird, dann ist sie keine Kunst mehr, sondern Dienstleistung. Facts. Und deswegen habe ich lange überlegt, ob ich auf die Privilegien verzichten will. Das Bekanntsein, das Umschmeichelt werden, die Einladungen, irgendwelche Sendungen, die Antworten, die ich auf so viele Fragen geben kann, die dann doch in der Oberflächlichkeit enden. Und das finde ich immer, ich verfolge den Zähler ja ab und zu immer mal wieder zwischendurch so und ich weiß ja, dass er irgendwie, glaube ich, aufhören will und so und da werde ich immer traurig so. Weil er sagt so Sachen und sagt es und ich gebe ihm auch teilweise recht und viele Leute sehen das wahrscheinlich auch so, aber es gibt Menschen wie mich, wo er wirklich auch was in denen bewegt und die motiviert, auch diese Message weiter zu verbreiten. Weißt du, es gibt mehrere Menschen auf der Welt, die ein ähnliches Herz haben oder ähnliche Sachen fühlen so. Und für die ist es wichtig zu sehen, dass es auch noch andere gibt, so, weißt du? Und für mich ist es traurig zu hören und zu merken, dass so ein Mensch sich verabschieden möchte und nicht mehr weitermachen möchte, so, weil wir brauchen solche Menschen, wir brauchen solche Talks, wir brauchen solche Sachen. Das ist einfach voll wichtig, so. Antwort war, nein, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, weil ich verrate mich sonst selbst und nicht nur meine Kunst, sondern meine Identität als Künstler, mein Wesen, meine wichtigste Kraft, die Kreativität. Krass, Digga. Das ist krass, Mann. Das ist ein heftiger Real Talk gewesen. Ich würde so gern eigentlich einen Talk mit Serdar raushauen, ne? Sag ich dir ehrlich. Ich habe auch schon versucht, den zu kontaktieren. Da kam nichts zurück und so. Weiß ich nicht. Vielleicht sind wir zu tief in der Schwurbelei drin. Aber vielleicht wird es auch irgendwann möglich sein. So, ich fand die Message auf jeden Fall sehr wichtig, Digga. Und ja, ich fühle den Bruder auf jeden Fall. Liebe geht raus an die Community, an ihn selber. Und ja, Mann, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Peace out.